Bereits zum 7. Mal findet das Filmfestival hier in Kitzbühel statt. Heute beginnen wir mit dem Eröffnungsfilm Es hätte schlimmer kommen können über Mario Adorf und seine Filmschauspielkarriere. Mit dabei der Regisseur Dominik Wessely, der den Zuschauern im Anschluss Frage und Antwort stehen wird. Und danach geht's weiter ins Sporthotel Reisch und ins Festivalzentrum, wo sich alle Stars ein Stelldichein eingeben. Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir hier jetzt die Österreich-Premiere haben können. Das ist tatsächlich die erste Aufführung überhaupt außerhalb Deutschlands. Und ich bin ja ein Münchner Kind, ich bin oft in Kitzbühel gewesen und ich kenne das hier. Und das ist so ein bisschen Heimatgefühle sind das schon. Wollt ihr reinkommen? Gerne. So. Ich habe was für Sie. Die Originalunterlagen, die Sie hier eingereicht haben. Das ist nicht zu fassen, genau. Aber das ist toll. Ja, das ist das Foto. Das ist ein großes Privileg, mit so einem alten, großen Mann so einen Film machen zu dürfen. Und wir haben uns gut verstanden, wir haben Spaß miteinander gehabt. Und ich habe eben auch gemerkt, dass er eine Art von Abgeklärtheit im Alter erreicht hat, die ich sehr geschätzt habe. Und das hat das Arbeiten mit ihm sehr leicht gemacht. Wir sind jedes Jahr überrascht, dass wir es wieder hinbekommen haben und wir sind natürlich sehr stolz, dass wir es jedes Jahr schaffen und dass dann sehr viele Leute ihren Weg dann zu uns finden. Und wir haben dieses Jahr wieder eine Eröffnung, die komplett ausverkauft ist. Wie schwierig ist es eigentlich, dass du wirklich die Regisseure, die Stars, die Schauspieler aus der Filmwelt hier nach Kitzbühel holst? Naja, ich glaube, da spielt uns Kitzbühel natürlich ein bisschen in die Tasche, weil Kitzbühel ein wunderschöner Ort ist und die Leute wahnsinnig gern hierher kommen. Und so braucht es bei dem manch einen gar nicht so viel Überzeugungskraft. Wir haben den Mastermind des Filmfestival Kitzbühel und Regisseur Michael Reisch gefragt, wie viel Arbeit hinter der Auswahl der Dokumentationen, Kurz- und Spielfilme steckt. Ich habe eigentlich so ein bisschen den Gedanken, dass man eigentlich glaubt, das Filmfestival Kitzbühel geht her und stopft irgendwie das Kino sinnlos mit Filmen voll. In erster Linie muss immer das Programm schlüssig sein und das muss zusammenstimmen. Es sind ungefähr 700 Einsendungen. Da muss man sich aber vorstellen, fahren wir zur Berlinale, zum Filmfest München, andere Festivals, Tribeca, und dort schauen wir. In der Regel, so in Tribeca habe ich geschaut, so an die 37 Filme in 6 Tagen. Also wenn man das dividiert, ist sehr viel. Wenn man sich dann überlegt, 1200 Filme, schaue ich nicht mehr mittlerweile alleine. Das geht nicht mehr. Wir haben ein 6-köpfiges Programmteam. Und ich schaue trotzdem vielleicht nur den Großteil davon, das auf jeden Fall. Und ich habe es irgendwann mal, habe ich mal ausgerechnet. Es geht natürlich nicht jeder Tag ist gleich, aber in Summe auf ein Jahr gerechnet mit 364 Tagen sind es 3 Filme pro Tag. Kitzbühel steht ja ein bisschen für was anderes in vielen, vielen Köpfen. Aber hier auch den Kulturtouch natürlich hineinzubringen und das Herz von Cineasten höher leben zu lassen, das ist was Tolles. Eine tolle Initiative, ich finde das super. Im Rasmushof hatten wir die Gelegenheit, die österreichische Filmlegende Otto Schenk zu treffen. Sein Film Reigen aus dem Jahr 1973 wurde später im Kitzbüheler Kino unter Anwesenheit von Schauspieler Helmut Berger vorgeführt. Ja, man schaut einem zu, den man gar nicht mehr kennt, der vielleicht ein paar Züge von mir hat und ein paar Unarten und Arten von mir preisgibt. Und ist ganz überrascht, wenn der Bub was kann. Auf die Frage, was er jungen Filmschaffenden sagen möchte, gab uns Otto Schenk nur Folgendes mit auf den Weg. Wenn Sie irgendwie noch können, sollen Sie nicht zum Theater gehen und auch nicht zum Film. Nur wenn man gar nicht anders kann und glaubt, man würde sterben, dann soll man weiter probieren. Aber sonst soll man ja nicht dieses schwankende Schiff betreten. Nach einer großartigen Eröffnung des Filmfestival Kitzbühel am Dienstag ging es weiter mit ganz vielen anderen Programmpunkten. Heute hatten wir zum Beispiel die Chance, den großartigen Otto Schenk zu treffen und mit ihm zu plaudern. Außerdem gab es 2 Autokino-Vorstellungen und ganz viele Vorstellungen im Kitzbüheler Kino und in der Alten Gerberei in St. Johann. Heute befinden wir uns am Kitzbüheler Horn, wo wir einen deutschen Film sehen werden. Unter anderem sind auch der Regisseur Michael Hofmann und der Hauptdarsteller Branko Samarowski hier. Ich glaube, man muss auch dahin gehen, wo es weh tut bei einer Komödie. Also man muss einerseits eine Menschlichkeit haben, dass man also nichts, also niemand so verkauft oder irgendwie so übel darstellt, aber eine Komödie braucht eine Fallhöhe, finde ich. Also es muss auch mal wehtun. Sonst ist es einfach harmlos und Klamauk. Oh.
So. Auf die wieder aufgetauchte Jutta, den heimgekehrten Vater und seine große Familie. Ich hätte dich gern früher kennengelernt. Besser 50 Jahre zu spät als überhaupt nicht. Das Ding ist, wenn man ein gutes Drehbuch hat, das die Leute zum Lachen bringt, dann kriegt man eigentlich auch ein sehr gutes Cast, weil es gibt nicht so viele tolle Drehbücher und dann greifen die Schauspieler gerne auch zu. Das gehört ja dazu irgendwie. Also, auch wenn es ernst ist, dass man darüber lacht oder so etwas. Um dann, was weiß ich, die Tragik dann besser spielen zu können. So würde ich das einmal ausdrücken. Wie gefällt es Ihnen dein Kitzbühel bei uns? Ich war ja noch nie da. Doch, aber ich war ganz erstaunt. Ich gehe durch die Stadt. Ja, grüß die Schauspieler. Huckst die her da? Oder halt tirolerisch. Ja. Das gefällt mir. Da weißt du schon, ich kenne dich ja. Sag ich, ja. Ich gehe da mal dumm und denke mir, ja, was soll denn das? Keiner kennt mich. Jetzt sagst du, ja, jetzt habe ich mir an den Tisch gesetzt und so. Mit denen ein bisschen geredet und so. So, aber jetzt muss ich gehen. Weil es so Sieberne waren, dann haben wir uns getroffen. Lustigerweise, die meisten kennen ja Kitzbühel aus dem Winterurlaub. Ich bis jetzt nur im Sommer. Aber ich finde es sehr, sehr schön und ja, fühle mich hier wohl. Ich glaube, das Schönste am Schauspiel ist, also wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass man eben verschiedene Sachen machen darf. Also, dass man mal den Klassenclown Danger spielt und dann beim nächsten Mal wie in Kidnapping Stella ein Entführer. Also, ich glaube, das ist das Schöne, was es ausmacht. Das war's von unserer Seite vom Filmfestival Kitzbühel 2019. Morgen finden noch einige letzte Vorstellungen statt und natürlich die große Preisverleihung. Und dann sehen wir Sie hoffentlich alle wieder, wenn es wieder heißt Film ab in der Gammstadt.